Ich weiß, ihr wollt jetzt alle unbedingt wissen, was denn jetzt eigentlich mit dem Baum des Lebens los ist und was da abgeht und wie es da weitergeht. Aber ich will vorher... Andersrum, so rum, da muss ich lang. Ich will vorher mit der Schamanin sprechen und wissen, was mit der Chronik der Erschaffer ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Darksiders 2. Yeah, und da hoch. Und sprech, du Scheißal. Etwas bedrückt dich. Was suchst du, Reiter? Die Chronik der Erschaffer. Ich kann mir kaum vorstellen, warum du an der Chronik interessiert sein solltest. Aber deine Beweggründe tun nicht zur Sache. Sie ist versteckt. Und selbst ich weiß nicht wo. Gibt es nichts, was du mir sagen kannst? Nun, ein Magnetstein könnte die Lage der Chronik enthüllen. Weißt du, die Artefakte wurden aus dem gleichen Stein geschlagen und sie streben danach, sich wieder zu vereinigen. Solltest du einen Magnetstein bei dir haben, wird er dich zur Chronik der Erschaffer führen. Wo kann ich einen finden? Diese Steine sind wertvoll. Sie können auch nur einmal benutzt werden. Es ist unmöglich, den Magnetstein von der Chronik zu trennen, sobald sie vereint sind. Sein Wert ist mir egal und ich brauche ihn nur einmal. Nun gut, aber ich brauche etwas im Gegenzug. Es gibt eine aussterbende Art namens Schattenlaub. Ihre Samen haben große Heilkräfte. Bring mir Samen des Schattenlaubs, dann weise ich dir den Weg zu einem Magnetstein. Gut, ich werde diese Samen finden. Die Kreaturen, die durch das Land streunen, lieben es, Schattenlaub zu fressen. Du wirst die Samen möglicherweise aus ihren Bäuchen kratzen müssen. Ernsthaft? Weißt du, einmal es möchte ich erleben, neue Talismane im Angebot. Dass da irgendwo ein NPC steht und dann gehst du dahin und du willst was von dem und der sagt, ja, gut, okay, hier. Nein, es ist immer, es geht immer, ja, okay, ich kann das natürlich für dich machen, aber vorher machst du bitte dies und jenes für mich. Das ist so, was ist denn? Was hast du denn? In der Kleiderkater? Habt ihr ihn gehört gerade? Kleiner Kater sagt Hallo. Und jetzt sagt er Tschüss. Es nervt mich total, ich bin auch so ein bisschen verschnupft. Das hört man bestimmt total. Immer überall Gesundheit beim Exekutieren. Einfach mal so, Gesundheitsregeneration. So was gibt's nachher, ne? Dies kann weg. Ich werde dies dem... Wo kommen diese ganzen... Vielen Dank. Billigen Dinger denn jetzt hier schon wieder her? Das ist ja... Sowas traut sich in mein Inventar? Tschüss, ja widerlich. Okay, gut. Ich will jetzt wissen... Rio, wes wissen. Ba, 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 ba. Wo... Wo soll ich denn... Hä? Was will sie, wo ich das jetzt suche? Auf der Fjord. Sie will, dass ich auf die Fjord gehe. Dann gehen wir doch auf die Fjord. Der Mund ist verschleimt, die Nase ist dicht, es ist
total widerliches Gefühl gerade. Ich hasse das. Ich finde das auch furchtbar. Ich werde nie so wirklich krank, ne? Also so richtig krank, das gibt es bei mir eigentlich so gut wie gar nicht, dass ich echt flach liege. Aber diese scheiße Erkältung und Schnupfen und sonst was, das habe ich ständig. Das Problem habe ich ständig und das ist, ich finde es furchtbar. Ich habe doch bei der Level-Differenz hier auch überhaupt keine Notwendigkeit in irgendeiner Art und Weise auszuweichen oder gut zu kämpfen, oder? Okay, aber ich muss wirklich nur die Viecher hier im Areal niederknüppeln. Gebt mir noch Samen. Ihr wollt doch auch, es geht doch. Das ist eigentlich hier so eine total stumpfsinnige Fleißaufgabe, ne? Wo man den Sinn so ein bisschen hinterfragen kann. Weil wir im Level so viel höher sind als diese Viecher hier. So, da haben wir's. So, was war jetzt der tiefere Sinn? Die konnten uns doch überhaupt nichts anhaben. Gut, wir haben ein paar Gegenstände gelootet. Die war jetzt natürlich noch verkaufen können. Aber es tut mir auch leid, dass ich ständig am Husten und Rotzen bin hier und am Näseln und was weiß ich. Es ist furchtbar. Ich hasse das. Ich bin noch ein bisschen weinerlich, ne? Weinerlicher Rio. Haben wir es da durch. Nehmen es dann natürlich nicht. Wenn es zu schlimm wird, könnte er einfach abschalten. Zwar scheiße für mich, aber letztendlich seid ihr da ja wesentlich wichtiger. Ich brauche ja auch irgendwas, worüber ich sprechen kann, wenn wir hier so stupide Grinding-Aufgaben im Spiel haben. Du hast die Finsternis berührt. Wieder und wieder. Du bist zurück. So wenig Vertrauen, Schamanin. Hier sind deine Samen. Selten treffe ich auf jemanden, dessen Motive so schwierig zu erkennen sind. Aber meinen Dank hast du. Ein Magnetstein wird auf natürliche Weise von Objekten des gleichen Materials angezogen. Sollte ein Magnetstein jemals zweigeteilt werden, dann suchen die zwei Teile sich aktiv, bis sie wieder vereint sind. Ah, und wie macht sich das bemerkbar? Ich werde dies dem Wald anbieten. Okay, die Gegenstände, die droppen, sind abhängig vom Level des getöteten Monsters. Macht ja auch Sinn. Ich habe mich nur gewundert, ob dem so ist oder ob die Gegenstände sich halt nach meinem Level skalieren, ne? Aber ist mal ganz interessant, das definitiv zu wissen. Ich finde, das mit der Karte haben sie ein bisschen unglücklich gemacht, dass man da immer erst durch diese Menüs hinschalten muss, statt dass es irgendwie einen Kürzel für die Karte gibt. Das ist, bei der PC-Version ist das bestimmt anders.
Ich habe, glaube ich, sogar eine Idee, wo das ist. Ich glaube, bei dem Gebäude waren wir schon mal. Ja, cool. Ich finde es auch geil, wie vieles hier in den Schmiedelanden zu tun gibt. Ich habe mich auch bisher noch nicht gespoilert. Ich habe nicht nachgeguckt, wie viele andere Länder es noch gibt. Ich meine, es muss ja wenigstens noch, wenn ich mir hier die Karte in Aufgabendings so angucke. Ich bin mir relativ sicher, mit dem abgesetzten König haben sie was vom Land der Toten gesagt, ne? Irgendwie so was in der Art. Aber darüber hinaus. Keine Ahnung. Das ist nicht euer Ernst. Ja, das ist. So kriege ich die Chronik der Erschaffer, dieses legendäre Buch, was so lange verschollen ist, wo keiner weiß, wie man es findet. Ich gehe in den Wald und halte meinen Stein hoch und dann fliegt es mir in die Arme. Ich hatte erwartet, dass wir jetzt Zugang zu einem Dungeon kriegen und uns dann da durchkämpfen müssen. Na gut, egal. Ist egal, ich mecker nicht. Chronik der Erschaffer. Ich mecker halt ziemlich viel, ne? Die Chronik der Erschaffer stellt Geschichte, Wissen und Kultur der Wesen, die als Erschaffer bekannt sind, in aufgezeichneter Form dar. Oh, ist das so ein Ingame-Kodex? Die epische Erzählung ist in Stein gemeißelt und gibt den Geist des Volkes der Erschaffer wieder. Habe ich das denn? Leute, ich war doch letztens in so einem Menü. Da. Das ist furchtbar, wie ich immer jedes Mal die Steuerung wieder vergessen habe, ne? Da oben. So, wo wollen wir jetzt wieder hin? Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder zu dem Typen zurück, ne? Zu Oran, ja. Was hat mich davon abgehalten, diese eine Kiste da zu holen? Irgendwas hatte mich davon abgehalten. Kann ich da eigentlich direkt so durchschwimmen? Das müsste ja eigentlich gehen, ne? Irgendwas wird mich davon abgehalten haben, diese Kiste zu holen. Sonst hätte ich ja die Kiste geholt. Nur mal gucken, tut mir leid. Ich weiß es wieder, ich musste das Ding da sprengen. Alles gut. Oh, ich bin heute wirklich nicht zu viel zu gebrauchen, oder? Also Auffassungsgabe, Kommentare.
Hier ist deine Geschichte, Oran. Die Chronik. Endlich. Das ist, als ob die Seelen der Erschaffer selbst durch diese Tafel bei uns sind. Das verstehst du sicher. Tod, du bist nicht so kalt, wie du uns alle glauben lässt. Nun, behalte das für dich. Süß. Ah. Das war's. Okay. Der Wille der übrigen Erschaffer muss wiedererweckt werden. Der Wille, die Zerstörung in der Umgebung zu bekämpfen. Wieso ist das in diesem Spiel eigentlich so, in dem Moment, wo ich die nicht mehr genau angucke? Also, das ist so ein krasser Tunnelblick, den Tod hier hat, ne? In dem Moment, wo ich irgendjemanden nicht mehr angucke, wird sofort die Stimme ausgeblendet und... Ne, ich höre den nicht so. Na. Und jetzt, Leute, jetzt machen wir uns auf den Weg zum Baum des Lebens. Merke, erwarte keine hochwertige Produktion, wenn du am Kränkeln bist. Oben lang, ne? Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Ich bin heute die ganze Zeit unzufrieden mit dem, was ich sage. Denke, meine Güte, da warst du heute ein Dummsinn. Und das sollte ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Das ist wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Wenn man dann auch noch darauf hinweist, wie scheiße man heute eigentlich ist. ja. Aber ich habe mich ja noch nie um dieses Konventionelle geschert. Ich habe immer frei nach Schnauze. So ich gerade denke, ich mache, was ich will. Es tut mir halt nur leid für euch, weil ich ständig das Gefühl habe, irgendwie hängen zu lassen, dadurch, dass ich ja, heute so ein bisschen Konzentrationsprobleme habe. Ich glaube, das merkt man auch. Das merkt man auch. Das liegt halt so ein bisschen an, ja, keine Ahnung, Schnupfen, leichte Grippe, irgendwie sowas in der Art. Das grüne Loch. Schlafmangel kommt sicherlich auch dazu. Ist er das? Ist das der Baum? Ich höre Musik und ich bin mir nicht sicher, ob es Hintergrundmusik ist oder ob hier irgendjemand vor sich hin dudelt. Ich verstehe schon, dies ist kein Ort für ein Pferd und so, ne? Ja. Na gut. Das sind Portale. Eins, zwei, drei. Also außer den Schmiedelampen noch drei andere Welten, ja? So bist du also gekommen. Trägst deine Sünde wie ein Ehrenabzeichen. Was willst du, Reiter? Die Rückkehr der Menschen. Auf einen öden Planeten ohne Leben?
Menschen sind schwach. Sie würden das nicht überleben. Nicht einmal verdienen. Unser Urteil zählt nicht. Ich mache dies, um Krieg seine Bestrafung zu ersparen. Und was ist mit dem Nephilim? Würdest du einen retten, den Rest nicht? Die Nephilim bedrohen das Gleichgewicht. Hätten wir Eden genommen, wäre nichts davon passiert. Doch du warst gegen uns, nahmst unser Fleisch, sperrtest unsere Seelen in dein Amulett. Also doch. Wer bist du? Das weißt du. Einst nanntest du mich Bruder. Absalom. Ich habe den Namen abgelegt. Jetzt bin ich Verderben. Geboren, als du deine Sense gegen uns erhobst. Und schon bald werde ich alles sein. Den Baum des Lebens umgibt nun meine Finsternis. Er trägt keine Früchte mehr. Und selbst Tod kann ihm nicht entkommen. Absalom. Der Name sagt mir was. Also offensichtlich nicht im Rahmen der Darksiders-Mythologie, da bin ich mir relativ sicher, dass wir den Namen jetzt gerade das erste Mal gehört haben, aber so insgesamt, was Absalom... Was definiert die Seele? Manche nennen sie einen Funken, der die Finsternis bekämpft und fürs Leben brennt. Doch was ist mit Tod, der zum Sensenmann wurde, als er die Nephilim erschlug? Seine Brüder, Kameraden und Absalom. Tod! Warum erschlägst du deinesgleichen? Die Nephilim haben kein Recht auf Eden. Es gibt Reiche für Engel und Dämonen. Warum nicht für uns? Eden gehört den Menschen. Es gehört jenen, die es sich nehmen. Die Äonen haben die Frage nicht beantwortet. War es das wert? Bruder! Dieser eine Moment. Brachte Verderben. Und krönte ihn zum Brudermörder. Der bittere Sieg konnte nicht ungeschehen gemacht werden. Okay. Ah, der fahle Reiter. Ist es nicht merkwürdig, dass so viele durch deine Hand hierher gekommen sind? Und doch besuchst du selbst das Reich der Toten so selten. Ich wollte gar nicht an diesen Ort. Ich suchte den Baum des Lebens. Ich fand ihn. Jetzt bin ich hier. Der Baum ist kein Ziel, mein Freund. Nur ein Portal in andere Welten. Wenn es der Baum ist, den du suchst, dann bist du angekommen. Dann bin ich betrogen worden. Nicht so voreilig. Der Baum ist unvorstellbar weise. Wenn er dich hierher gebracht hat, dann gehörst du hierher. Vielleicht kann ich helfen. Ich bezweifle es. Es wäre klug, auf mich zu hören. Mit meinem Händlergeschick kann ich deine größten Wünsche erfüllen. Sag mir, Reiter, was suchst du? Ich möchte meinen Bruder erlösen, das Gleichgewicht wiederherstellen. Ich habe die Geschichte gehört. Dein Bruder ritt, obgleich kein Ruf erfolgt war. Und die Menschheit zahlte den Preis dafür. Hüte deine Zunge, Händler. Ich urteile nicht, Freund. Ich gebe nur weiter, was mir gesagt wurde. Es war richtig, nach dem Baum zu suchen. Doch er ist nur ein Portal. Was du suchst, ist der Quell der Seelen. Der Quell der Seelen kann die Menschheit wiederherstellen? Und mehr. Der Quell kanalisiert die Toten in dieses Königreich.
von jeder Welt, oben und unten. Auch werden die Seelen so wieder in die Schöpfung gebracht, wenn sie bereit für die Wiedergeburt sind. Du hast noch immer nicht gesagt, was du bist. Die Geschichte meines Volkes ist zu Asche verbrannt. Zusammen mit unserer Welt. Selbst von jenen vergessen, die sie vernichtet haben. Jetzt ist nur noch der Rauch übrig. Wir sind nicht die Ersten, noch werden wir die Letzten sein. Das ist der Lauf der Dinge. Der Lauf der Dinge ist Gleichgewicht. Und was bringt das Leben ins Gleichgewicht? Das Nichts. Oder das Verderben. Letztendlich verzehrt es uns alle. Anscheinend. Nichts davon erklärt, was du hier machst. Ich bin nur ein bescheidener Händler mit einem Geschmack für die edleren Dinge im Leben und im Tod. Ich bin Ostergut. Und es würde mich erfreuen, dir meine Waren anzubieten. Baum des Lebens, Baum des Todes, Portale in andere Welten. Davon weiß ich nichts. Wie konnte ich so blind sein? Oder spuckt deine Zunge nur Lügen aus? Viel wurde den Nephilim vorenthalten. Und den Vieren. Warum? Weil Macht mit Unwissenheit gezügelt werden muss. Wenn die Nephilim um die wahre Natur des Baumes gewusst hätten, wären alle umgekommen. Ich verließ die Nephilim, wurde ein Kämpfer für das Gleichgewicht, habe sogar mein eigenes Volk getötet. Ich beschütze diese Welten, dich und den Baum, und doch bleibe ich im Dunkeln. Verlassen? Ja. Vergessen? Nein. Die Nephilim leben in dir weiter. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein einfacher Händler. Was, wenn ich zu den Schmiedelanden zurückkehren möchte? Der Baum des Lebens besitzt viele Portale, Reiter. Manche können dir helfen, deinen Weg zurückzufinden. Viele Portale sind geschlossen. Aber das eine zu den Schmiedelanden bleibt offen. Okay, das ist schon mal sehr beruhigend. Das ist ja mehr oder weniger auch das, was ich tatsächlich im Vorfeld erwartet habe. Was hast du denn so im Angebot? Wie ist der Ostergott? Ich bin doch immer noch. Ich bin immer noch am Überlegen. Absalom. Woher kenne ich diesen Namen? In welchem Zusammenhang habe ich den gehört? Aber ich komme nicht drauf. Bitte, sieh dich um. Okay, verkauft hatten wir eigentlich alles. Wow, der verkauft ja alles, wa? Der verkauft ja wirklich alles. Einmal angenommen, dass ich dir glaube. Wo sollte meine Suche beginnen? Du musst die Schlangenspitze erklimmen und den ewigen Thron rufen. Dort schlummert der Fürst der Knochen. Er wird dich zum Quell führen oder deine Seele nehmen. Bevor du gehst, Reiter, bedenke dies. Mein Volk ist vielleicht verloren, aber seine Relikte sind noch da. Du wirst sie auf deinen Reisen vielleicht finden. Für die meisten sind sie wertlos, nicht für mich. Bring sie mir und ich gebe dir bare Münze dafür. Okay, also hier gleich die nächste Sammelquest aufs Auge gedrückt. Mich würde jetzt mal interessieren. Portal zu den Schmiedelanden. Ja, okay, das hat mir schon fast gedacht. Psychameron. Goldene Arena. Das Klippenland, der Baum des Todes. Die Höhle des abgesetzten Königs. Die Klamm des Leviathans. Das klingt natürlich nicht besonders einladend. Da ist der ewige Thron. Das scheint so unser nächster Hub zu sein, ne? Weil da ist wieder so ein Postkasten. Und einen Schlund gibt's hier auch. Sorry, aber echt? Grab des Pharisäers? Sehr schön.
Schlangenspitze. Die Feuerprobe gibt es auch hier. Das Labyrinth des Seelenlenkers. Okay, so vom Gefühl her würde ich sagen, vielleicht insgesamt nicht ganz so groß. Also jetzt nur die Oberwelt, ja, nicht die Dungeons oder sonst was, aber vom Gefühl her vielleicht nicht ganz so groß wie die Schmiedelande. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Okay, hier gibt's potenziell gibt's hier sogar 5 Portale. Wie groß ist dieses Spiel? Ah, gut. Mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Beim nächsten Mal mit Darksiders. Bis dann.